So, hallo, jetzt stürzen wir uns aber in das Geisterlevel auf jeden Fall rein. Sobald ich Things gestartet habe, allerdings erst, sonst geht das nicht. Zack. Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir gehen in das Geisterlevel. Das hat das letzte Mal ja schon ganz gut angefangen und jetzt ziehen wir das durch. Also jetzt sollte das dann auch laufen. Also, da hatte ich ja tatsächlich bisher so die besten. Das Level zum Hochlaufen, ich denke, das könnte auch laufen. Und das mit dem LR, ja, ich glaube, das ist eins, wo ich auch erstmal wieder ein bisschen abwarte. Wie das dann läuft, wenn ich mal ein Gamepad anschließe. Okay. Wir sind ja schon recht weit gekommen für den ersten Versuch wieder. Das Problem ist halt nur, hinten in die Röhre zu kommen. Das ist so ein Ding. Aber ansonsten läuft es. Da gucke ich zum Beispiel wieder hier. Ach Mensch, diese Teile sind schon kritisch. Und die werden ja immer mehr. Also da muss ich wirklich mir was überlegen, wie ich ausweiche. Vor allem, weil die nicht vorhersehbar sind. Also die bewegen sich ja immer so ein bisschen anders. Und das macht den Abschnitt sehr schwierig. Oh, das ist ja cool. Da unten wollte ich nicht rein. Ich kann halt auch nicht auf den Spin schauen. Ich kann halt gar nichts auf denen. Ich kann denen nur ausweichen und das macht es, wie gesagt, nicht sehr angenehm. Ach, Mist. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Kann ich Spin? Ich glaube, ich habe es versucht zu testen. Hat es nicht funktioniert oder war ich einfach zu doof? Das wäre. Nein, was tue ich denn? Das wäre so die Frage, die ich mir da stelle. So. Zack. Es wirkt nicht, als könnte ich darauf Spin-Jumpen. Ich muss es mal richtig. Ich muss es mal wirklich richtig ausprobieren. Ich meine, ich komme immer wieder hin. Ich kann es auch einfach mal ausprobieren jetzt. Ich werde jetzt mal exakt auf die Dinger Spin-Jumpen. Und dann sind wir hoffentlich schlauer. Ja, gut so. Kann ja mal ein State davor setzen, dass ich auf jeden Fall den Spin-Jump testen kann. Ist ja nur zum Testen. Ja, das machen wir. Warum sollte ich immer wieder Zeit verschwenden, wenn ich mit einem State auch einfach was testen kann, ne? Ich kann auf den Spin jumpen. Okay. Gut. Das ändert vieles. Das ändert tatsächlich sehr viel. Ich hatte nur, ja, es wundert mich nur immer, wenn ich sozusagen, ich mache einen Spin-Jump und die fahren in mich rein, aber das ist halt nicht kein Spin-Jump, der die aufhält in dem Sinne. Nur wenn ich auf denen lande, dann zählt das wie so ein Spin-Jump. Naja, das ergibt schon Sinn irgendwo. Mich hat es halt nur gewundert, weil hier so eine gelbe Münze ist, dass man sozusagen normal springen müsste, aber das ist dann nicht der Fall. So. Oh mein Gott, es geht einfach. Geht einfach beim ersten Versuch, in dem ich zur Röhre komme, geht es einfach sofort. Nice. Okay, so, was kommt jetzt? Jetzt wird es interessant. Also, es geht natürlich weiter in dem Spaß hier. Mal gucken. Jetzt sind die von Anfang an da. Jetzt ist da oben noch ein. Uiuiuiuiui. Also jetzt wird es richtig interessant. Spätestens jetzt hätte ich festgestellt, dass ich auf den Spin jumpen kann. Okay, ich muss also vor dem Buu da runter, aber das kriegen wir hin. Wenn der jetzt hier nämlich durchgeht, dann gehe ich da auch einfach durch. Und dann passt es hier auch. Dann gehe ich auf dem weiter und jetzt kommt der oben. Wir gehen aber gleich unten weiter. Okay.
Soweit sieht es doch ganz machbar aus. Mist. Ich frage mich, ob man die irgendwie loswerden könnte. Aber ich glaube, die lassen sich nicht irgendwie offscreenen oder... Wow! Nee, stimmt, die sind ja wie der Schlüssel. Der Schlüsseldämon kommt ja auch immer wieder. Also das ist ja der Schlüsseldämon, nur dass die jetzt sozusagen auf Mario gehen. Als hätte er einen Schlüssel in der Hand, den er nicht in der Hand hat. Yo! Wie habe ich das vorhin gemacht, dass ich mehr Zeit hatte? Und wieder war der erste Versuch der beste. Das ist unfassbar. Ist immer das gleiche Muster. Ah, hier auch, ne? Hier war auch das erste Mal, als ich an der Stelle gesprungen bin, habe ich es direkt hingekriegt. Und jetzt springe ich jedes Mal daneben. So, jetzt haben wir es mal wieder. Gleich weiter. Oh, das war zu weit jetzt sogar. Interessant. Hätte fast gedacht, der kommt nach, aber der kam nicht nach. Gleich weiter. Ah, okay. Das war, glaube ich, gut. Ich glaube, das war nicht schlecht. Langsam habe ich schon eine Strategie. Oh, das war zu. Ich glaube, der kommt nach. Ja, das könnte knapp werden. Nee, passt sogar. Sweet. So, jetzt geh weiter. Okay. Jetzt muss ich da hoch. Und da ist das Ziel, oder was? Das war's schon. Das war's dann schon. Da ist ein Mond in der Ecke. Und da ist dann die Tür. Und die Tür führt vermutlich zum Ziel. Ach, Mist. Das sind echt... Also, das ist echt kurz. Aber es soll mir recht sein. Ah, das war jetzt blöd. Da muss ich noch mal stoppen. Ja, neues passt, es passt, es passt. So, weiter. Weiter. Ah, der oben darf nicht nach. Der oben darf nicht so schnell nachkommen. Der oben ist tatsächlich eher nur ein Hindernis als irgendeine Hilfe. Aber das ist okay. So. Sehr schön. Zack. Und gleich weiter. Ja, genau. Den darf ich, der darf nicht... Oh, vielleicht kann ich... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wow. Die Frage ist, ob das funktioniert. Der da oben gefällt mir jetzt übrigens gar nicht. Ich würde einfach mal... Ah, ja, okay, nee. Nee, ich glaube, die Idee macht es nur komplizierter. Ich glaube, die Idee macht es nur komplizierter. Ich wollte den oben so ein bisschen hin und her lenken mit dem unteren. Aber ich glaube, das macht es am Ende nur komplizierter. Ja, wobei... kann ich, das ist jetzt die Frage, kann ich auf dem... Nein, ich glaube nämlich nicht, dass ich auf dem vernünftig anhalten kann. Das ist das Problem. Ich kann auf dem nicht, wenn der mal in Fahrt ist nach mir, dann kann ich auf dem nicht vernünftig anhalten. Nee, weil der ja immer weiterfährt. Ja... Ja, aber ich muss den irgendwie anhalten können an der Stelle. Muss noch was überlegen, wie ich den anhalten kann. Ansonsten sollte es passen. Ach, Mensch! Blindkopf! Spring halt nicht in die Stachel rein. So. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich anhalten? Das ist das Ding, weil wenn ich jetzt... Ja, entweder ich muss noch schneller sein... Oder ich muss den anders manipulieren da oben. Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Muss ich was anders machen? Kommt der jetzt vielleicht schon her? Kann ich den hier schon manipulieren, den da oben? Nein, der kommt jetzt noch nicht. Ja. Der kommt erst ab da. Da kommt der. Also irgendwie muss ich den da oben loswerden. Aber jetzt dreht er um und jetzt schießt er halt hinter uns her. Und wenn ich jetzt nicht schnell genug da... Oh, jetzt bin ich aber... Jetzt habe ich's. Okay. Das ist es. Und dann muss ich noch auf die Viecher aufpassen, die mir... Also durch die Tür hätte ich jetzt gehen können, aber ich will ja den Mond noch mitnehmen, blöderweise. Ich muss ja blöderweise den Mond noch mitnehmen.
Aber das war ganz gut. Wenn ich nicht anhalte, wenn ich direkt weitergehe, dann kommt der oben nicht hinterher. Ach, scheiße. Dann kommt der oben nicht hinterher und dann kann ich da direkt hoch. That's the way to go. Oh, jetzt, ja, jetzt habe ich aber ein Problem. Ja. Jetzt kam man dann doch schneller hinterher. Ah, scheiße. Nein! Zum Glück ist es kurz, muss man aber jetzt fast schon dazu sagen. Ich glaube, wow. Ich glaube, viel länger dürfte es gar nicht sein. Wo kommt der jetzt schon? Ah, Mist, ich war wieder... Dass der unten anhält, ist schlecht. Der darf nicht anhalten. Ich muss direkt weiter. Ich glaube, dann hält er auch nicht an. Oh, jetzt war er wieder zu langsam. Er muss schnell kommen, aber nicht zu schnell. Ja, ja, jetzt habe ich den oben schon. Ne? Das ist jetzt scheiße. Ja, was soll ich da machen? Also ich weiß noch nicht, wie genau ich die manipulieren muss. Ich weiß grundsätzlich, dass es geht. Ja. Wir haben den Mond. Alles gut. Wir haben den Mond. Mehr will ich nicht. Bascht. Bascht. Mond ist am Start. Ja, perfekt. Huhu, das war... Hätte ich den mitnehmen müssen? Ich war komplett irritiert. Ich war komplett irritiert. Aber wieso hat mich jetzt der eine Fisch von oben gekillt? Die anderen haben mich ja nicht gekillt. Naja, egal. Geht ja immer wieder. So. Diesmal nehmen wir den mit. Der eine mich einfach erwischt. Das war ja interessant. So, Mond haben wir. Wir können gleich mal Mond gucken. Genau, hier geht's auch nur zurück. Da, 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 da. Trotzdem ist es immer ein ganz schön weiter Weg zurück, ne? Selbst über diese Abkürzung. Selbst über diese Abkürzung ist das echt ein weiter Weg. Naja, wobei, es waren es vielleicht 15 Sekunden. Ich habe nichts gesagt. Ach, jetzt habe ich ja das Ding nochmal. Ja, ja. Und jetzt kommen wir zum... Jetzt haben wir dann gleich die 20. Und hieß es nicht, ab der 20 kann man dann wieder zurück und die anderen Sachen nochmal lesen? So für den Fall der Fälle? Have you beaten Yoshi Playtime yet? Ja, habe ich. Nix Coward. Ich habe die gebeten. Aber wait, wie soll ich denn jetzt hier? Ah, Ah, will der hier einen Shelljump mit von mir haben? Ah, okay, okay, okay. Ja, easy. Aber ich darf noch nicht durch. Gut, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Aber das war jetzt dann ein Hinweis, Yoshis Playtime. Das gibt ja gar keinen Mond. Also... Der Hinweis war jetzt ein bisschen obsolet. So. Jetzt dieses Level. Ba, 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 da, bidi, boom. Da weiß ich halt noch nicht so ganz, ups. Da weiß ich halt noch nicht so ganz, wie das mit dem Flugabschnitt funktioniert. Ach. Hat's geleckt. Habt ihr es gesehen? Ihr habt's gesehen. Das war nicht meine Schuld. Hat geleckt. Ja, so nämlich nicht. Alter, wieso leckt es denn immer, wenn ich da hochlaufe?
der Fisch einfach zu viel, der da reinlädt, oder was? Okay. Also man muss, wenn man abspringt, es ist schon, wie es da steht. Ich darf erst dann die Flugtaste... Ach komm! Ja! Geht doch! Was jetzt? Aha, das. Okay. Das lief doch schon deutlich besser als beim letzten Mal. Man sieht's wieder. Sobald ich übermüdet bin, sollte ich es einfach lassen. Ich werde es trotzdem öfter spielen, wenn ich immer... Also es wird trotzdem wieder vorkommen, so, das ist klar. Weil manchmal habe ich halt einfach nur diese eine Phase zum Aufnehmen und bin halt in der Zeit müde. Hilft halt nicht. Aber jetzt habe ich heraus, wie das funktioniert. Also zumindest grundsätzlich, theoretisch. Ich werde es nicht immer wieder umsetzen können, aber ich weiß jetzt grundsätzlich, was ich tun soll. Genau das. Nein, das war falsch. Hä? Warum ist jetzt nicht weitergelaufen? Wieso funktioniert es jetzt nicht mehr? Mach jetzt die Reihenfolge wieder falsch? Gerade hat es ja... Oh, gerade hat es ja funktioniert. Und ich dachte, das ist zu knapp, aber es hat funktioniert. Ja, noch nicht so ganz. Irgendwie hab ich die Reihenfolge... Moment, ich muss nochmal lesen. Don't switch until after you jump. Ja. Hä? Ach, jetzt bin ich wieder hängen geblieben. Ja, so in etwa. Ja, so in etwa. Wir nähern uns wieder der Sache. Wir sind zumindest schon mal wieder über Springboard weggeflogen. Das ist ja schon mal was. Ach komm, bleib halt nicht immer da hängen. Mensch. Nein, nicht mal runter dann. Rüber. Rüber musst du. Rüber. Fast. Fast, fast, fast. Wir kommen der Sache näher. Ab wann kommen wir eigentlich in den Abschnitt, dass der Boden mir folgt? Aha. Oh, ich dachte, ich kann den antriggern. Schade. Dann wahrscheinlich ab da. Ja, ab da, okay. Interessant. Ah, jetzt habe ich Quatsch gemacht. Habe ich nicht nachgedacht. Ach, was zum... Ja, zu langsam habe ich gemerkt, habe ich gemerkt. Ach komm, wieso denn? Das habe ich doch sonst nicht gemacht, dass ich beim Hochlaufen dagegen gerampelt bin. Ach komm! Jetzt bin ich plötzlich für die Stelle zu schlecht. Was ist denn das? Gerade eben ging's doch.
gut. Was tust du? Nein! Nicht mitnehmen. Drauf. Wie habe ich das denn vorhin gemacht, dass ich da so hingeschwebt bin? Mist. Welche Taste habe ich denn da anders gedrückt? Ah! Mann! Ich muss springen, sobald die... Also nicht springen, ich muss nach links drücken, sobald die Münze kommt. Dann passt es. Ja, fast. Also fast, sobald die Münze kommt. Nicht ganz so bald, ein kleines Stückchen danach. Praktisch mit dem Einsammeln, ja, genau. Nein! Und ich glaube, da muss ich bei der letzten Münze dann losfliegen. Und nicht nach unten drücken, ich Trottel! Sheesh! Ach Mann, jetzt kommen wir nie wieder so hoch, wie wir vorhin waren. Okay. Das war zu spät, habe ich gemerkt. Sag mal, das verstehe ich nicht. Der müsste doch immer loslaufen eigentlich. Egal welches Tempo ich habe. Ich meine, ich kann doch selbst... Selbst so laufe ich doch hoch. Also selbst wenn ich hier... Okay, so nicht. Ja, okay. Es muss ein, okay, ein bisschen Abstand muss schon sein. Ja, okay. Dann habe ich mal nichts gesagt. Dann habe ich mal nichts gesagt. Hä, sag mal, bin ich denn dumm? Ich denn drücken, dass ich das so mache wie vorhin? Da hat es doch auch gut funktioniert. Also einmal hat es gut funktioniert. Nee, du musst... Mann! Ja... Ich bin jetzt in die richtige Richtung geschwebt, aber irgendwie nicht mit dem Tempo, was ich wollte. Ja, das ist doch... Was mache ich denn da falsch gerade die ganze Zeit? Muss mal was testen gleich. Würde das funktionieren? Er nimmt es jetzt mit, aber ich will ja rüberkommen. Ich will doch fliegen. Wieso geht das nicht? Also ich meine... Ich glaube, so geht's nicht, aber bin mir noch nicht sicher. Ich würde nämlich gerne mal testen, ob ich in die Drehflugphase komme. Das könnte leichter werden dadurch. Aber es ist nur ein Könnte. Ja, so nicht. Also ich glaube, so komme ich nicht in die... Ich komme nur in die normale Flugphase, ne? In die Drehflugphase komme ich, glaube ich, nicht rein. Ja, sehr gut. Lol. Das Level macht noch Probleme. Ach komm. Aber es ist mehr die Umsetzung da oben, die ich nicht hinkriege. Hey, was ist denn jetzt wieder schiefgelaufen?
Nein, zu langsam. Ich merke das doch. Merk das doch, dass ich zu spät abspringe. Ja, so in etwa. Ich muss halt rüberkommen. Na! Nein, zu lang. Okay, nee, hat gepasst. Interessant. Ja, nee, das wär's gewesen. Ich glaube, das wär's gewesen, wenn ich nicht in die Hand genommen hätte, das Ding. Ich glaube, das wäre von der Höhe her. Ich glaube, das hätte von der Höhe her ganz gut passen können. Mann! Falsche Richtung? Fragezeichen. Huch. Hä? Ah, okay. Mist. Ha. Ach Mann. Oh, ich will wieder in den Abschnitt, wo ich vorhin gestorben, also ganz am Anfang. Es gibt's doch nicht, dass ich da. Ich meine, gut, ich habe es jetzt einmal hingeschafft, weil ich halt dann diesen Springboard-Sprung geschafft habe. Der ist halt das Schwierige. Ja, nein, nee, du musst hin da. Du musst den Flug an der Stelle abbrechen, Kerl. Nicht drüber fliegen. Das war wieder zu niedrig. Ach Mann. Entweder es ist zu niedrig oder ich versau's. Dann, wenn es passen könnte, versau ich es nämlich. Nein, wieder zu viel zu spät. Viel zu spät. Ja! Nee, Mann! Und dann versau ich den Sprung. Es ist doch zum Kotzen. Ja, das war doch gut, Mann. Wieso habe ich den jetzt wieder abgebrochen? Okay. Ach, Mann, jetzt habe ich den versaut. Ich meine, wir haben Erfolg in dem Part. Aber ich hätte gerne noch den Midway hier zumindest. No. Ich werd bekloppt. Hey, jetzt habe ich aber die Münze. Ach Mann. Ich hätte jetzt gedacht, dass es gepasst hat, aber hat scheinbar nicht. Nicht abschätzen. Nicht drüben. Wie breche ich denn den vernünftig ab, Mann? Ja, lauf. Ja, gut, da war ich zu weit unten. Da war ich zu weit unten. Leider. Ey, ich bin zu blöd dafür. Jetzt habe ich es. Das erste Mal war es richtig super, wo ich genau drauf gegleitet bin. Aber das funktioniert leider viel zu sehr. Viel zu selten. Ich habe keine Ahnung, wie genau ich das so optimal machen konnte. Das war richtig super.
Wenn ich das immer wieder hinkriegen würde, das wäre cool. Wenn ich wüsste, wie. Das ist, der Boden kommt viel zu schnell. Ich darf da nicht rumstruggeln. Ich muss direkt rüber zum Springboard. So wie beim allerersten Mal, wo es geklappt hat. Aber keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ja, genau so. Oh mein Gott. Wieso bin ich... Ich habe doch nach links gedrückt. Rechts gedrückt. Ich habe doch nach rechts gedrückt. Wieso ist der nicht weggegangen? Wieso ist der weiter hochgelaufen? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ich habe echt nach rechts gedrückt. Hä? Wieso ist der bis hoch in den Mancha? Hier stoppt er doch auch. Hä? Ach, was mache ich denn schon wieder darunter? Check die Technik noch nicht. Jetzt ist wieder zu langsam. Ich check die Technik dahinter noch nicht. Es ist bisher nur Glück, wenn es funktioniert und kein Wissen, wie es geht. Das ist das Schlechte. Mann! Alter. Ich muss irgendwie rausfinden, wie die Technik ist, ansonsten bin ich verloren. Muss irgendwie die Technik rausfinden. Alter, es nervt. Es fühlt sich irgendwie zu random an, aber ich bin sicher, dass es das nicht ist. Ich bin sicher, dass es das nicht ist und man das wirklich, wenn man es könnte, kontrollieren kann. Aber es fühlt sich random an. Auch wie der Typ fällt. Scheiße. Alter. Irgendwas mache ich halt einfach grundlegend falsch, weil ich doof bin. So, das ist mir schon klar, dass das mein Fehler ist. Ey. Also vielleicht soll ich es aber auch ganz anders. Vielleicht... wartet mal. Ich hab da eine Idee. Nein, nicht so. Das war Quatsch. Okay. Alter, ich Mann, du... Okay.
Okay, wir machen noch bis 40, dann höre ich auf. Weil reicht dann auch. Zu langsam, zu langsam. Schneller rüber, dann wird's passen. Das war von der Höhe her, wo ich angefangen habe, war das okay. Dann war ich zu langsam rüber und deswegen bin ich zu weit runtergesunken. Ja, fast. Ja, fast. Hä? 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 Hä, er ist einfach abge... Hä? Ja, wie dumm. Er ist einfach abge... Hä? Wieso ist er jetzt einfach... Hä? Was war das denn komisches? Bin ich irgendwie von der Taste gekommen, ohne es zu merken? Also wenn ich von der Taste gehe, passiert das, aber ich habe gedacht, ich war drauf auf der Taste. Hat die den Kontakt verloren? Was ist los? Das war ja weird. Ich glaube, ich muss ein bisschen Schwung vorher geben. Ich glaube, wir testen es gleich mal mit Safe State. Das geht mir jetzt auf die Nerven hier. Sollte ich eher... Ich sollte das... Habe ich vor einem Geisterlevel schon gesagt, dass ich eigentlich ja mit Safe States testen sollte einfach. Dann weiß man auch, wie man sowas spielt. Wieso mache ich es nicht? Mache ich jetzt. Ärgerlich ist es halt, wenn ich es dann schaffe, darf ich es nicht nutzen, weil es ja mit Safe State war. Ist aber ja klar. Ja, jetzt komme ich halt nicht mehr da hoch zum Testen. Schade. Dieser Block da unten, ne? Jetzt komme ich nicht mehr hoch zum Testen. Was ist denn für eine Idee? Warte mal, vielleicht so. Oh, geht das? Also kriege ich das konstant hin? Okay, wie wird es denn weitergehen? Ja, so geht's weiter. Na, das darf nicht passieren. Das auch nicht. Ja! Ich glaube, jetzt habe ich, hab ich so ein Gefühl entwickelt, aber nicht sicher. Aber lass mich mal gucken. Nein, ich muss erst nach rechts drücken und dann, ja, und dann die andere Richtung.
So und dann, nein, eben so nicht. Erst so und dann, ja, und dann komme ich nämlich schneller rüber. Ja, noch ein bisschen schneller. Na, so nicht. Es ist noch zu ungenau. Es ist noch zu ungenau. Ja, es ist noch zu ungenau, als dass ich es immer umsetzen könnte. Nee. Jetzt kann man zumindest kurz gucken wieder. Aber wie geht's denn da weiter? Also das habe ich auch noch nicht verstanden. Mal fliegt er runter und mal nicht. Ich verstehe nicht, was ich anders mache. Es ist einfach pures Glück aktuell irgendwie gefühlt. Das war halt wieder super. Genau das brauche ich, aber wie mache ich das? Und wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Es ist halt noch nicht so, dass ich sagen könnte, ich weiß, wie es geht. Ja, es ist halt noch nicht so, dass ich sagen könnte, ich weiß, wie es geht. So, das ist das Ding. What the heck? Das ist ja auch noch nicht richtig, weil da laufe ich ja viel zu schnell weit unten entlang. Das ist ja, das haut ja noch nicht hin. Das ist ja noch nicht, was wir wollen. Wir wollen ja dieses schnell rüberschweben. Das wollen wir ja haben. Ja, das da. In etwa das da. In etwa das da. Nur weiter oben. Ja. Ja. Ja, das da. So, wie geht's jetzt da oben weiter? Hä? Wie komme ich da rüber? Bin ich da jetzt jemals schon rübergekommen über die vierere Lücke? Okay. Ach so. Ach Gott, und dann da... Uff! Und dann da unten durch. Aber es wird halt noch nicht so sein, dass ich es jetzt immer wieder hinkriege, so... Jetzt laufe ich ja mit Saves hier hoch. Ich muss es ja konstant hinkriegen. Das werden jetzt halt auch alle schon wieder 5 Versuche, 6 Versuche, die alle fehlschlagen. 7 Versuche, 8, 9. Also ich hab's noch nicht raus.
ist leider so. Ich hab's leider noch nicht raus. What the heck? Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Oder warte, kann ich vielleicht sowas hier machen? Nee. Nee, es wird schon auf das hinauslaufen, was ich die ganze Zeit mache. Nur. Ja, das Problem ist halt, dass es viel zu selten passiert. Also ich habe noch nicht raus, wie es geht. Ach, das ist doch scheiße. Boah, ich glaube, das Level skippen wir erstmal. Ich glaube, wir brauchen was anderes die nächsten Parts. Sonst, hier sitze ich ewig. Das muss ich... Ja, weiß ich nicht. Das kriegen wir irgendwann schon hin, aber ich glaube, das skippen wir erstmal. Danke fürs Zuschauen. Und... Ja, wir haben ja hier noch ein bisschen was vor und... Eigentlich haben wir nicht mehr viel vor. Wo geht's denn überhaupt weiter? Ich meine, hier wäre theoretisch noch was. Wahrscheinlich geht's hier weiter. Rim of the Universe wird es erstmal weitergehen, schätze ich. Ja, oder ich brauche das Level tatsächlich hierfür. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ah, langsam wird es kritisch. Aber ich glaube, wir müssten auch langsam mal den Game Controller anschließen. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.